Studieren mit Kindern. Dies ist ein Thema, das immer wieder im Blickpunkt des Interesses steht. Durch die zahlreichen Belastungen gestaltet sich das Studium von Eltern in der Regel wesentlich schwieriger als das der kinderlosen Kommilitoninnen. Neben Studium und Existenzsicherung stellt sich immer wieder die Frage, wo man das Kind während der Seminare, Vorlesungen und der Arbeitsphasen zu Hause unterbringt. In den 70er Jahren wurde in der Bornstraße 2 eine Kindertagesstätte durch die Eigeninitiative der Eltern geschaffen und wird heute mit 48 Plätzen für Kinder von 0 bis 6 vom Studentenwerk getragen. In den drei Gruppen sind je 16 Kinder in allen Altersstufen untergebracht. Ein weiterer Kindergarten wurde letztes Jahr vom Studentenwerk in der Hallerstraße 58 eingerichtet. Also, das ist hier in der Hallerstraße, das sind drei Geschosse, das ist eine alte Villa, das ist im Oktober erst eröffnet worden. Und ich weiß gar nicht, es sind ungefähr 60 Kinder hier. Zwischen zwei Betreuungszeiten können die Eltern wählen. Die Kinder sind in zwei Altersgruppen untergebracht. Wir gehen jetzt einfach mal rum. Straße aus der Mensa das Essen bekommen. Für alles ist hier gesorgt. Maßgeschneidert natürlich. Aber trotz der schönen und großzügigen Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte ist die Situation prekär. Zurzeit gibt es 70 Voranmeldungen für Krippenplätze. Also aus generell ist es so, dass sie möglichst rechtzeitig und früh ihr Kind bringen wollen. Also Bedarf an Krippenplätzen ist gefragt, den ich zurzeit mit meinen 24 Krippenplätzen gar nicht decken kann. Die Eltern finanzieren ihren Lebensunterhalt sehr unterschiedlich. Also es ist so, dass wir jetzt nicht jobben müssen noch nebenbei, das ist ganz gut. So mit Kindergeld, Erziehungsgeld, gut, es ist so, wir haben kein Auto, wir machen keine großen Sprünge irgendwie, ne? Aber wir sind ziemlich sparsam und dann geht es auch, das andere alles hinzukriegen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie finanzielle Probleme haben. Oder? Mein Mann arbeitet. Ach so. Ich meine, so das Übliche, ne? BAföG, pauschaliertes Wohngeld. Ich kriege ja auch noch dieses Erziehungsgeld, 600 Mark, ne? Aber so von Fremden halt oder von meinen Eltern weniger. Aber du musst auch nicht jobben. Ich denke, ich muss jetzt mal langsam anfangen. Also es wird irgendwie knapp. Doch manche studierende Eltern mit Kindern haben es sehr schwer. Um die Situation zu entlasten, ist ein weiteres Projekt geplant. Im Unterschied zu den bisherigen Kindertagesstätten soll es hier eine flexiblere Betreuungszeit geben, sodass die Kinder auch stundenweise untergebracht werden können. Die geeigneten Räumlichkeiten sind in der Jonsallee 68 gefunden. Doch die Finanzierung ist noch nicht geklärt. Circa 120.000 Mark kostet der Umbau, den der Aster alleine nicht bezahlen kann. Zur Realisation des Jonsallee-Projekts werden öffentliche Gelder benötigt. Wenn alles gut geht, hofft man schon bis zum Wintersemester, die ersten Studentenkinder dort betreuen zu können.